gegen uns verschworen zu haben. Bewahrt Ruhe! Hilfe ist auf dem Weg! Hierher! Rennt nicht blind ins Eis! Ihr? Der Bund hält euch den Rücken frei. Führe die Leute in Sicherheit, Vater. Ich halte die Großen auf. Kümmere du? Ich heile Verletzte und beschütze die Fliehenden. Los! Verlass mich auf dich, Alfino. Nein! Lass mich was zu trinken eingießen, bitte. Komm schon. Nur ein kleines Stückchen. Eieiei. Aber fast zur Sekunde. Ich sag noch mal so viel. Ich weiß auch nicht, wie man das spielt. Was kümmere ich mich? Danke, Luna. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie man das spielt. Ich habe ja bisher nur einmal in der Indie gespielt. Ah, okay, das ist das. Was macht das da? Ah, okay. Ich sag nur mal so viel. Ich weiß immer noch nicht, wie man das spielt. Gerade muss auch Restinien heilen. Bürger von Razzatan, wer noch laufen kann, eile zu mir. Darf ich aus dem Kreis raus oder darf ich nicht? Nee. Ah, hi. Hm.
Ist das jetzt bald mal? Ich würde auch einmal selber gern heißen. Ich kann zu heilen. Was ist hier eigentlich? Bin ich fertig mit heilen? Danke. Sind doch Iolus und die kaiserlichen Truppen. Ihr seid wohl auf. Dam, dam, dam. Diesmal bin ich nicht zu spät. Nee. Diesmal nicht. Und da muss man ja mal pünktlich sein. Reden können wir nachher. Lass uns jetzt gemeinsam in die Schlacht ziehen. Gemeinsam mit denen, die uns in der Not halfen. Kämpft mit dem Stolz Garlemals. Das hätte sie bei Realm Reborn auch noch keiner träumen lassen, ne? So mit den Galeanen zusammenkämpfen. Los, unterstützen wir sie. Ja. Was sagt man dazu, ne? Der fällt, glaube ich, gerade vom Glauben ab, ne? Verdammt! Ich habe nicht alle erwischt. Oh, bitte sag mir nicht, ich muss wieder mit Rotmagier spielen, bitte. Sollen nicht. Wir uns kurz zurückziehen? Auf keinen Fall. Wir haben versprochen, diese Welt zu beschützen. Ich lasse nicht zu, dass die Bestien ihre ehemaligen Liebsten verschlingen. Dieser Schmerz muss nicht auch noch sein. Recht so. Komm, entfachen wir ein Feuerwerk. Das habt nicht ihr entfacht. Solange du nicht wieder deinen kompletten Äther aufbrauchst. Na dann los! Beste Vögel. Oh. Ja, was denn das kleine Ding mit den Klubschaugen? War doch süß. Nein! Leck mich! Ich will nicht. Ich hab den noch nicht drauf. Ah! Oh. Also, wenigstens greifen die nicht an, bevor ich nichts mache. Das wird dauern. Bitte sag mir, dass dazwischen schon ein Speicherpunkt war. Oh Gott. Oh nein, ich muss ein Limit machen.
Damit teile ich, dann ist magischer Tag. Oh, jetzt muss ich den Kleinen töten. Ach, okay. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Rotfang ja noch nicht aus, ne? Ich bin entschuldigt. Ich habe nur das Gefühl, dass ich zwischendurch Raha heilen muss, oder? No, ich hab keine Gremlin. Ach du Scheiße. Was klingt das denn, wenn ich ihn heile? Ja. Ist schlechter als recht, ne? Was ist das hier? Weiß nicht, ich bin erstmal hier nur so voll am gucken, was, wie, wo, was bringt. Was ist das? Ah, okay, das ist das. Mhm. Ah, Graha heilt sich selber, ja gut. Wir haben sie nur gut gemeint. Habe ich mal erwähnt, dass ich solche Arenen hier hasse? Ach du Kacke. Oh, sie. Ich hab nur Angst, wann muss ich den Limit setzen? Am Ende? Ich bin beunruhigt, dass immer wieder so ein Ding da ist. Genauso wie wenn ich irgendwas drücken muss. Rechtzeitig, zum rechtzeitigen Moment. Ah. Darf ich mal reinstellen, ne? Ja, noch geht's nicht. Oder? Nee. Was? Nee. Hi. Mich. Ah, okay. Ja, es hätte ja sein können, dass ich den zu einem gewissen Zeitpunkt verwenden muss. Puh. Hey, aber auf der einen Seite finde ich es gut. Gra, mach vor, was ich zu tun habe. Ich muss auch Vorteile haben. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich mich eigentlich gar nicht so schlecht schlage. Na, ist nichts verloren. Noch. Die Luft knistert mit Energie. Such Deckung. Die Frage ist jetzt. Hier. Oh Gott. Ach, hatte ich das nicht gerade erst in meinem Kampf? Oh, raus da. Jetzt bin ich an der Reihe. Ah. Los geht's.
Es ist unheimlich. Ich bin bisher noch nicht gestorben. Obwohl ich die zwei Klassen echt doch gar nicht kann. Das ist unheimlich. Wo bleibt mein Tod? Ich muss doch mal sterben. Ich spüre kein bisschen Äther mehr. Es gibt also wahrlich kein Zurück. Ihr redet selber. Ich hab keinen Bock. Entschuldigt. Wir wollten euch dafür danken, dass ihr uns gerettet habt. Ihr wart es doch auch, die uns bei Purushan. Ich glaube nicht. Habt, oder nicht? Ich glaube nicht. Richtig. Du bist aus Palakrishna. Vielleicht Sonntag, aber. Schön, dass du unversehrt bist. Heute nicht. Das schaffe ich nicht. Hab maximal bis 15, 16 Uhr Zeit. Erwischt, oder? Das schaffe ich nicht. Lass mich dich heilen. Ja, dazwischen kommen mindestens noch eine Ini, wahrscheinlich sogar zwei. Wahrscheinlich noch zwei Prüfungen, mindestens. Also nein. Schnell, lauft! Das schaffe ich nicht. Ich glaube nicht mal, wenn ich es komplett durchziehen würde. Ich glaube nicht mal dann. In die Knie zu zwingen. Wie sieht das denn aus? Nicht, dass ich jemals an ihre Größe heranreichen würde. Aber es ist höchste Zeit, ihr nicht fortan alle Last aufzubürden. Ihr, die zu Illusias Klinge und auch zu meiner Klinge geworden ist. Ich glaube nicht mal dann, Luna. Nicht mal dann. Nicht mal bis 2 Uhr. Wie gesagt, bis 15, 16 Uhr mache ich. Versuche so viel wie möglich zu schaffen. Und dann vielleicht Sonntag. Vielleicht Sonntag. Ich wäre auch allein zurechtgekommen. Wobei ich auch schon am Überlegen war, ob ich vielleicht morgen streame. War ich tatsächlich auch am Überlegen. Willkommen zurück, meine Freundin. Bist du gewappnet? Hier reicht's mit diesen Biestern. Los! Ja. Frutus hat morgen seine dritte Impfung. Er hat morgen seine Booster-Impfung. Das heißt, er liegt morgen sowieso flach. Deswegen habe ich ja überlegt, ob ich morgen streame. Weil wenn er zum Beispiel die ganze Zeit nur im Bett liegt und schläft, fällt unser Tag halt sowieso ins Wasser. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache heute nur bis nachmittags. Dann koche ich heute Abend. Ne? Ziehen wir das halt vor. Und je nachdem, wie es ihm morgen geht, entweder streame ich oder streame nicht. Wenn es ihm nicht so gut geht, ja gut, dann streame ich. Weil dann liegt er eh nur im Bett. Oder auf dem Sofa. Also, quasi Sofa. Und da brauche ich dann auch nicht nebenbei sitzen. Wenn er dann sowieso müde und kaputt ist. Von dem Zeug. Also das ist wirklich so die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Ich meine, am 21.12. Ich meine, am 22.22. Ab, ja, quasi heute Abend.
Also heute ist der letzte Arbeitstag. Dann hat er die komplette nächste Woche Urlaub. Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Er hat nächste Woche Urlaub. Also ich sehe ihn dann sowieso jeden Tag. Also passt das. Da ist das dann auch nicht so wild. Richtig. Jetzt geht's erst richtig los. Wie einfach das plötzlich geht. Gedacht, dass ich da war, ja, ne? Weißt du, kaum sind wir da. Ne, da geht's einfach mal so pipi einfach. Aua. Und vorher? Hey, aber ich glaube, ich könnte heute die 89 noch schaffen. Dann bin ich nur noch ein Level von Max entfernt. Also Max-Level. Vor der 90. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, habe ich das Instant richtig gemacht? Nein, au ab. Wem hilfst du auf die Beine? Ich wollte gerade sagen, hey, lieber die anderen. Ich hab's aber noch nicht so nötig. Was ist los mit mir? Ich bin bisher nur einmal gestorben. Also allgemein heute. Warum müssen die eigentlich immer reimen, wenn sie ihr heilen? Ändert das irgendwas an der Tatsache? Also, es war in dem Sinne ein Reim. Weil, oh Gott, wie... Es gibt doch diese unterschiedliche Arten von Reime. Es gibt doch einmal diese Reime, die auch wirklich klingen, als wären sie ein Reim. Dann diese Reime, wo du nicht denkst, dass sie ein Reim. Dann gibt es doch diese Kreuzreime und, oh Gott. Es gibt doch so viele Arten von verschiedenen Reimen. Das war einer. Aber frag mich jetzt nicht mehr, woran man das erkennt. Damals in der Schule hatte ich tatsächlich eine 1 drin und ich habe eigentlich die Hälfte der Klausur damals geraten. Thank you.
Bitte steig zügig ins Luftschiff. Wir werden bald ablegen. Um nach Schalayan zu fliehen, oder nicht? Lauert das Ende dort nicht ebenso? Ja, was antworten wir darauf? Der Magistrat hat eure Leben vertrauensvoll in meine Hände gelegt. Gleichwohl musstet ihr fürchterliches Leid erfahren und schlimme Verluste hinnehmen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Und ihr habt ganz recht. Das Ende breitet sich aus wie ein Geschwür und ich kann euch wahrlich nicht garantieren, dass Schalayan absolute Sicherheit bieten wird. Dennoch ist unser Wille ungebrochen und unsere Mission klar. Wir wollen helfen. Meine Landsleute arbeiten just in diesem Moment an einem Schiff, das unser aller Rettung bedeutet. Ein Schiff gen Mond. Deswegen bringe ich euch nach Al-Chalayan. Und ist es erst fertig, werden wir gemeinsam in eine neue Welt aufbrechen. Mitsamt dem kollektiven Erbe unseres Gestirns und ausreichend Versorgungsgütern. Dann danken wir für eure Obhut. Eure Pläne haben sich also geändert. Den Leuten aus Razatan haben die letzten Tage schlimm zugesetzt. Galemald mag nicht weit sein, doch würden wir sie nun diesem Gewaltmarsch aussetzen, würde das nur mehr Leid bringen. Das hatte mir auch Sorgen bereitet. Allerdings bin ich froh zu hören, dass sie nun in guten Händen sein werden. Kümmert euch gut um sie, bitte. Alfino? Seht, da kommt jemand. Deine liebliche Zunge. 50% gestorben. Immer noch bei dem von gestern? LOL! Tacheln! Oh, darf ich dir in die Fresse hauen? Bitte, darf ich dir in die Fresse hauen? Darf ich? Oh, ich warte da so ähnlich drauf. Alles ist gut. Geh zum Luftschiff. Oh, ich will ihm in die Fresse hauen, bitte. Es juckt in meinem Finger. Hi. Ne? Was bei den Göttern soll das hier werden? Da war eine Bestie, die ich noch nie gesehen habe. Also habe ich sie erlegt. Mhm. Sie war allerdings so schwach, dass ich mich kaum aufwärmen konnte. Was für eine enttäuschende Übung. Übung? Hast du nur deine dumme Revanche im Kopf? Warum sollte ich an irgendetwas anderes denken? Aber du hast eine andere Beute im Visier, nicht wahr? In dir brennt ein wunderbar heißes Feuer, aber es gilt nicht mir. Und es lässt sich nicht locken, so sehr ich es auch mit Hass und Verzweiflung zum Lohen bringe. Und so wetze ich lediglich meine Klauen. Was sagt ihr denn da?
damals ist gefallen. Unsere Heimat. Die Heimat, über die ihr geherrscht habt. Die Hauptstadt ist ein Trümmerfeld. So viele Tote. Das ist egal. Wenn ein Bürgerkrieg ausbricht, dann kämpfen wir. Aber wie viele unschuldige Zivilisten mussten ihr Leben lassen? Familie, Freunde, Landsleute. Sie haben sich alle gegenseitig abgeschlachtet. Niemand wusste weshalb. Und die wenigen, die diesem Irrsinn widerstehen konnten, sind elendig erfroren. Und dann musste ich erfahren, dass all das euretwegen geschehen ist. Wenn das wahr ist, dann... Wieso? Wozu? Ja, es ist wahr. Und am Ende war alles umsonst. Was? Du verdammter Dreckskerl! Schön, dass du sein siehst. Zenos hat all deinen Zorn verdient, aber du musst dich jetzt beruhigen. Ich bitte dich. Wenn dich deine Gefühle übermannen, wirst auch du zu einer Bestie. Hättest du gerne einen Grund? Schön wär's, Albert. Schön wär's. Ich frage, ob ich dir einen Grund nennen soll. Es klang so, als hättest du gerne einen. Um das, was du gesehen hast, zu vergeben, zu rechtfertigen. Wenn dem so ist, wärst auch du nur stumpfes Vieh. Was sind schon Gründe? Die Frage nach richtig oder falsch. All das sind nichts weiter als bequeme Ausflüchte. Alles Schall und Rauch. Hat dich der Krieg denn nichts gelehrt? Glaubst du, Galemalt sei anders? Besonders? Wie oft haben sinnlose Konflikte die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt? Schaut euch nur an. Wie ihr allzu bereitwillig eure Schwerter im Blut anderer gebadet habt, im Namen der Gerechtigkeit. Dabei seid ihr schon immer blind dem Willen selbstgerechter Intriganten gefolgt. Und da fragst du mich nach einem Grund. Lächerlich. Was blickst du zu anderen und fragst nach Erklärungen, nach deren Gründen? Auf der Suche nach einer Antwort könntest du bis ans Ende des Universums reisen und findest doch nur eines. Selbstsucht. Im Sein einen Sinn zu finden. Diese Verantwortung liegt allein bei uns selbst. Ist dein Sinn nun das gezogene Schwert? So werde ich meine Klauen auch an dir wetzen. Deine Existenz ist Gift in Galemarts Adern. Ich will dir all meinen Zorn und all meinen Kummer ins Gesicht spucken, auf dass sie dich zerfressen mögen. Aber Alfino hat recht. Es zöge nur eine weitere Tragödie nach sich. Und ich möchte wahrlich niemand mehr an deinen Irrsinn verlieren. Verschwinde! Und wage es bloß nicht, noch ein einziges Mal vor deine Landsleute zu treten. Als wenn ihn das jucken würde. Als wenn ihn das auch nur so ein kleines Härchen... weil es lange interessieren würde. Du hast vielleicht Sinn in dieser Lebensweise gefunden und manches, was du gesagt hast, mag stimmen.
Aber wenn du das verachtest, was anderen Sinn gibt, und du dich nur um dich selbst sorgst, wirst du für immer allein sein. Diese Revanche zum Beispiel. Wer sollte sich darauf einlassen wollen? Du benutzt jeden nur für dein eigenes Vergnügen, ohne etwas zurückzugeben. Wie wär's denn, wenn du den Spaß zur Abwechslung mal teilst? Wenn du mal an andere denkst, dich für sie interessierst? Weil ich mir jetzt die Grafik dir ab. Wenn du das nicht kannst, dann hau ab. Genieß deine Einsamkeit. Du verdienst sie. Ich glaube kaum, dass es ihm und irgendeinen Spielkameraden geht. Oder oben. Best Friends Forever. Das ist, glaube ich, so das Letzte, was Zenos interessiert. Die Luftschiffe sind bereit zum Abflug. Das mit den Bürgern Razzatans bricht gleich auf. Aber mein eigenes wird noch eine Weile ankern. Es steht euch offen, mitzufliegen, so ihr es denn wünscht. Der Bund der Morgenröte hat uns hier und heute vor Schlimmem bewahrt. Wir mögen ja grundverschiedener Ansichten sein. Aber eure Hilfe ist unbestreitbar. Ja. Danke für das Angebot. Aber wie lange ist denn eine Weile? Ich werde nach Galemald reisen, um das Ilsabad-Korps über die dortige Lage zu informieren. Nach dem Eingreifen der kaiserlichen Armee betrachte ich es als meine Pflicht, mich dieser Situation anzunehmen. In dem Fall werden wir dich begleiten. Wir kennen beide Seiten der Galeischen Medaille und unsere Einblicke könnten dir nützlich sein. Julus, schließ dich gerne an, wenn du möchtest. Unterwegs kann ich dir erzählen, was es mit den sogenannten letzten Tagen auf sich hat. Unsere jungen Adler werden also endlich Flüge. Der Blick. Ich warte irgendwie so auf den nächsten großen Hammer. Ah, schön. Geschafft. Sehr toll. Lala, bitte Schoko. Wupp. Pummelchen, Moppelchen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das süß? Ist das süß? Oh mein Gott. Okay. Der verdammte Zenos taucht einfach auf mitten im Chaos, als würde ihnen das alles nichts angehen. Ich konnte nichts anders, als ihm endlich zu sagen, was ich von ihm halte. Und ich bereue es nicht im geringsten. Hoffentlich habe ich uns damit keinen Ärger eingehandelt. Falls ja, tut es mir wirklich leid. Ach, und dein Überraschungsauftritt war auch nicht schlecht. Unglaublich, wie du das immer wieder schaffst. Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Mein verdammten 12. Versuch. Glückwunsch, Luna! So, ich werde jetzt hier einmal kurz meine Waffe holen, auspacken.
Sick. Die Waffe ist jetzt... Naja, die Waffe ist gewöhnungsbedürftig, aber okay. Lassen wir mal so. Ja. Aber das Outfit ist geil. Also das Outfit finde ich mega. Das gefällt mir. Ja, doch. Das hat was. Da war ich stolz drauf. Okay. Gehe ich noch einmal kurz aufs Klo. Bitte den Hund. Müsste, glaube ich. Oder? Ja. Ist wieder Futterzeit für Wauzibau. Wahrscheinlich auch für die Kätzchen. Nicht nur für Wauzibau. Dann bin ich in 2-3 Minuten wieder da. Gleichzeitig mit das Klo. Ihr genießt die schöne Musik.